Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute ist der Fiat 682N4 dran. Das ist ein LKW natürlich auch zu finden unter Fahrzeuge und LKWs. Wenn wir darauf gehen, können wir erstmal ein paar Sachen einstellen. Also, wir können hier eine Karte oder ein Nummernschild anbauen. Was die Karte genau sein soll, weiß ich nicht, habe ich noch nicht rausgefunden. Dann können wir die Kapazität noch von 1100 Liter auf, Quatsch, von 1100 Liter, von 11.000 Liter auf 15.000 Liter erhöhen. Das ist eine ganze Menge. Und wir können die Farbe anpassen, ne? Also so wie wir das wollen, können wir die Farbe hier anpassen. Ja, ich habe die jetzt einfach mal in dem Standardrot gelassen. Kennzeichen könnt ihr da theoretisch auch noch anbauen. Vorne und hinten hier, zack, bumm, fertig. Wo das Kennzeichen jetzt genau geblieben ist, keine Ahnung. Ja, das war es eigentlich. Hier seht ihr 132 kW, 179 PS, manuelle Schaltung, 400 Liter, 60 km/h fährt das Ding, 15.000 Liter und 9,2 Tonnen wiegt das Ding. Hier ist er. Und das erste coole Feature ist direkt, wenn man einsteigt. Das macht man natürlich mit E und dann geht die Tür auf und man steigt ein. Die Tür hat zwar leider keinen Sound, aber Leute, ist das nicht cool? Wenn ihr zwar Außenansicht habt, steigt man zwar nur so aus und wieder ein. Aber wenn ihr in die Innenansicht geht, ist es richtig cool. Wenn ihr das ganze Ding startet, sieht das so aus. Da leuchten zwei Lampen auf, die dann wieder ausgehen. Ja, ihr sitzt halt links, das ist, naja, je nachdem wie man es mag. Ich würde dann empfehlen, Außenperspektive zu fahren, weil ich kann es persönlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal den Soundcheck. Ja, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, immer wenn er schaltet, hört man nichts mehr. Ne, also er qualmt ganz gut, muss man sagen, aber immer wenn man schaltet, ihr könnt ja nochmal zuhören. Ne, habt ihr gehört? Dann ist der Ton kurz weg. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so ist. Ich schätze mal, dass es nicht so ist. Aber ansonsten ist das Ding wirklich prima. Und dann würde ich sagen, können wir das auch direkt mal mit irgendwas voll machen. Nee, Diesel nicht. Was? Warte mal, was war das jetzt? Da muss ich noch ganz normal Fahrzeug befüllen. Achso, da müssen wir rauf und dann können wir mal Gäste voll machen. Ne? Und dann seht ihr, so sieht das aus. Das könnt ihr auch theoretisch abkippen, wo ihr wollt. Das mache ich jetzt mal nicht, weil sonst habe ich das hier irgendwie zu liegen. Ja. Blinker. Vorne hat er keinen. Doch, da. Sehen. Eigentlich ganz gut aus. Licht hat er nicht allzu viel, aber das, was er hat, ist definitiv auch gut. Ja, dann würde ich sagen, der Link zum Mod ist in der Videobeschreibung. Ihr seht, wenn er mit 15.000 Litern voll ist, dann fährt sich das da schon ein bisschen schwieriger, aber ist ja egal, er fährt noch. Ja, also wie gesagt, das Ganze ist in der Beschreibung verlinkt. Holt es euch gerne, diesen Mod. Und bis zum nächsten Mal Vorstellung, würde ich sagen. Ciao.